bin Isabel Wert und Pferdeausbildung ist meine Passion. Versprochen, dieses Mal Isabel Wert ganz anders, aber sie hat die Schürze vergessen. Nichtsdestotrotz, das mit dem Grill funktioniert. Isabel, machst du das jetzt hier so für uns, für die Kamera oder machst du das schon öfter? Also meine Kochkünste halten sich sehr stark in Grenzen und überhaupt meine hausfreilichen Fähigkeiten, aber so ein Grill, das kriege ich noch hin und das macht auch Spaß. Also du versammelst dein Team gerne für sowas, du versammelst deine Familie gerne. Du bist echter Familienmensch, stimmt das? Ja, das ist richtig. Wie macht sich das bemerkbar für dich? Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich groß geworden. Das ist Heimat, das ist Zuhause. Und das ist die Geborgenheit, die ich dann auch brauche, um aufzutanken. Du bist inzwischen ja auch selber Mutter. Klar, dein Sohn Frederik. Es ist einfach gut zu wissen, dass es ganz wichtige Dinge im Leben gibt, als jetzt die Medaille oder irgendein Sieg. Und das realisiert man immer wieder. Und spätestens dann, wenn man ein eigenes Kind hat, glaube ich, wird es nochmal besonders deutlich. Yes. Ihr seid hier ein, glaube ich, Team mit sehr guter Stimmung. Sieht man auch immer mal nach außen, wenn ihr lustige Filmchen habt bei Facebook und so. Ja, so ein paar sind schauspielerisch sehr talentiert offenbar. Jahre im Topsport, immer wieder mit neuen Pferden, mit neuen Erfolgen, bedeutet auch viele Jahre in der Öffentlichkeit stehen. Was bedeutet das für dich? Geht dir das einfach manchmal vielleicht auch auf den Wecker oder ist das schön? Ich giere jetzt nicht da nach den ganzen Likes oder Followern oder ähnliches, weil ich irgendwo sage, ich bin jetzt in einem Alter und in einem Stadium meiner Karriere, wo ich sage, es ist jetzt nicht so wichtig, für mein ganzes Dasein auf Social Media jetzt mich ständig in irgendeiner Form zu bewegen oder aber auch zu posten. Du hast auf Social Media auch schon ganz schön einstecken müssen. Macht dich das böse oder ist es dir egal? Nein, es ist manchmal enttäuschend und manchmal auch sehr verletzend. Und ich wünsche mir einfach einen respektvolleren Umgang in diesem Medium. Ich habe auch gar keine Zeit dazu. Also ich sitze lieber am Pferd und reite ein Pferd mehr, als dass ich jetzt da poste. Ich käme gar nicht auf die Idee, morgens aufzustehen und irgendwie das zuallererst irgendwas in die Weltgeschichte zu posten, weil ich auch immer denke, wen interessiert das? Wen interessiert es, welches Pferd ich morgens zuallererst reite in der Regel oder was ich, wie ich geschlafen habe oder wie meine Nacht war. Also ich meine, das geht doch niemandem was an. Also das sind so Sachen, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist dann auch so. Das finde ich dann eher witzig und denke mal, meine Güte. Dieses Medium bietet eben eine breite Angriffsfläche und Nutzungsfläche für alle Menschen, à la Couleur und nicht alle gehen gleichermaßen respektvoll damit um. Guten Morgen, liebe Sorgen. Steffi, du kennst Isabel ja nun wirklich schon gut, 8 Jahre. Jawohl, korrekt. Du bist ganz viel mit ihr unterwegs. Ja. Was ist total wichtig so im Umgang mit den Pferden für Isabel? Einfach immer ruhig zu bleiben, die Nerven zu bewahren, weil das überträgt sich natürlich alles auf die Pferde, sobald man hektisch, unruhig wird, wie auch immer. Und das kriege ich, glaube ich, ganz gut hin, habe ich das Gefühl, ja. Mit dem Satteln, das korrigiert sie öfters nochmal, weil ich habe irgendwie immer so eine natürliche Schiefe, die liegen nicht immer ganz gerade, das ist immer ganz lustig. Also es gibt natürlich auch Tage, kriege ich es hin, aber das kontrolliert sie eigentlich immer nochmal.
Aber das ist so. Und wie würdest du euer Teamwork beschreiben? Die rechte Hand weiß, was die linke tut. Ja, definitiv. Wir brauchen auch nicht viel Worte. Das klappt inzwischen echt blind, muss ich wirklich sagen, ja. Das ist der James aus der Piranha von Max Theurer. Gut, und machst du eine Runde Schritt und dann machen wir mal Galopp, ja? Zack, zack, fließen, komm. Etwas weniger Abstellung, ich würde es erstmal so, nur andeuten. Das ist viel besser. Gut, Lisa. Lisa, wir sind natürlich sehr neugierig. Du bist schon 6 Jahre bei Isabel und Isabel ist sehr engagiert im Training. Wie würdest du sie denn beschreiben? Ist sie sehr streng, sehr hart, sehr fordernd? Sehr streng würde ich jetzt nicht sagen, aber sie ist halt mit Leib und Seele dabei und stellt sich individuell aufs Pferd und auf den Reiter ein. Und es ist eigentlich, wenn sie ein Training gibt, als würde sie mit oben drauf sitzen. Etwas mehr über den Außenzügel die Schulter. Gut, bleibt bei dir, bleibt gerade. Macht nichts. Er wurde dann länger. Das war gut. Noch einmal, das war nicht schlimm. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Mini, mini. Machen wir so, so. So, ein bisschen links. Ja, dass du beim den Getragen rausreitest, dass der auf dem Hinterbein und dann bleibt. Dass du nicht einmal so ein. Was ist das Hauptding, was du gelernt hast? Also Isabel ist die Basisarbeit sehr wichtig. Man fühlt sich manchmal unbeobachtet, aber man ist eigentlich nie unbeobachtet, weil mit einem Auge ist Isabel immer irgendwie bei uns. Sie will halt einfach, dass wir selber auf den Weg kommen, dass wir selber uns reinfühlen und den Weg suchen. Dass ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit dem Autofahren. Mit Navigationssystem weiß man nicht mehr, wie der Weg war. Aber wenn man sich selber so ein bisschen hineindenkt und fummelt, dann bleibt das besser im Hintern sitzen. Und ja, genau so ist das. Und das ist auch gut so. So, links Lockermann, den zack, 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 diesen zack, zack, zack behalten. Ja. Also ich sehe einfach das Paar, so habe ich es natürlich auch durch Dr. Schumbaumer gelernt, das Pferd und das Paar und die Aufgabe des Reiters, das Pferd zu entwickeln und damit eben auch zusammenzuwachsen. Gibt es irgendwas, was dich richtig sauer macht? So, was mich wirklich sauer macht, ist zuerst die Fehler beim Pferd zu suchen und nicht bei sich selbst. Da werde ich wild. Also wenn ich irgendwie höre, was weiß ich, der war blöd oder der blöde Bock oder sonst wie irgendwelche unflätigen Ausdrücke gegenüber einem Pferd, da werde ich wild. Also das Pferd ist da der Partner und ich erwarte 100%ige Loyalität vom Reiter zum Pferd. So, Isabel, da haben wir ein Juwel. Wer ist das? Das ist Super Bee. Also eigentlich offiziell heißt sie Superb. Das Pferd hat mich vom ersten Tritt an fasziniert. Sie kam rein, war ich elektrisiert und Frau Winterschulze Gott sei Dank genauso und dann haben wir sie 3-jährig erworben. Sie hat ein überragendes Potenzial und es macht mir mega viel Spaß, sie wirklich zu reiten. Isabel, das sind ja nicht einfach Klamotten. IW ist was? Alles das, was unter IW produziert und in den Markt gebracht wird, ist ein Teil von mir. Und das heißt, ich möchte auch zu 100% dahinter stehen. Aus der ursprünglichen Basis heraus, der reinen Textilien, weiterzugehen in den Lifestyle-Bereich. Das ist schon toll zu sehen, macht mich sehr stolz. Jedes Mal, wenn ich zum Turnier komme und den Stand sehe, der einfach auch so edel ist, bin ich so stolz auf die Jungs und auf unsere Marke. Das Team hat sich gefunden. Beide wissen, wie ich ticke und das dann auch auf die Schiene bringen. Beide wissen, wie du tickst, Mirko. Und du hast mir ja auch schon mal verraten, ist durchaus nicht außergewöhnlich, dass mal abends um 11 oder Mitternacht das Telefon klingelt und ja, dann sprudeln die Ideen. Richtig, aber das macht es aus, dass wir einfach, glaube alle drei, zu jeder Zeit diese Nummer erleben. Ob das nachts um 11 ist, morgens um 6 ist oder auch mal gerade
zwischen Aachen, Ritt 1 und Ritt 2, Isabel um die Ecke kommen und sagt, das müssen wir noch machen. Wir haben hier wirklich tolle Sachen erlebt. Wir haben dich am Grill gesehen, sehr zackig mit der Grillzange. Es hat nebenbei bemerkt auch noch sensationell geschmeckt. Wir haben dich reiten sehen, trainieren sehen, egal was du machst. Und das hier auch mit einer absoluten Inbrunst. Das hat uns riesen Spaß gemacht, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Dankeschön. Mhm.